Mit einem Festgottesdienst mit Bischof Gebhard Fürst in der St. Petrus- und Pauluskirche in Neuhausen auf den Fildern begannen die Feierlichkeiten zur Einweihung eines großen Neubauprojektes. Die Kinder- und Jugendhilfe Neuhausen hat 3 neue Gebäude gebaut. Jede Kerze stand für eines der Häuser. Sie bieten bis zu 41 jungen Menschen Wohnraum in familienähnlichen Wohngruppen. Dazu später mehr. Der Träger des Projektes ist der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Diözese Rottenburg-Stuttgart, kurz SKF. Die Vorsitzende des SKF, Dr. Stephanie Klein, erklärte unter anderem, für was die mitgebrachten Schilder standen. Die Kinder und Jugendlichen zeigen uns auf den Schildern, was Hashtag Mut für sie bedeutet. In seiner Predigt hob Bischof Fürst die Wichtigkeit der Kinder- und Jugendhilfe hervor. Kindern und Jugendlichen gehört die Zukunft. Sind ihre Wurzeln verletzt, können sie nicht sich entwickeln und entfalten. Deshalb ist es eine unserer wichtigsten und vordringlichsten Aufgaben, als christliche Frauen und Männer junge Menschen ernst zu nehmen, sie zu fördern, zu begleiten, Chancen zu eröffnen für verantwortungsvolle Aufgaben. Nach dem Gottesdienst ging es mit der Segnung der 3 Häuser weiter. Den Anfang machte das Haus Ariadne. Dieses Haus und alle Frauen und Mädchen, die darin wohnen. Einrichtungsleiter Siegfried Stark erklärt, wer in diesem Haus unterkommt. Für Mädchen und junge Frauen mit Essstörungen, da hängt natürlich schon auch ein tieferer Konflikt dahinter, ja, also auch im Erwachsenwerden, und da ist ja diese Essstörung ein Ausfluss davon, und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Gebiet. Ja. Im Haus Kasimir sind 8 unbekleidete Jugendliche und junge erwachsene Flüchtlinge untergebracht. Da versuchen natürlich jetzt die einerseits denen ihre rechtliche Situation mit denen zu klären, aber auch, dass sie die Schule abschließen können. Ja, also Deutsch ist natürlich ein großes Thema. Ja. Im Haus Mathilde ist eine gemischte Gruppe. Also das geht so von Vernachlässigung über Gewalt gegenüber Kindern. Hintergrund ist oft ja auch so Trennung, Scheidung. Dann ist natürlich das ganze Thema Sucht, Drogen, ja, ist ein Thema, wo einfach Eltern selber mit ihrem Leben nicht zurechtkommen und dann eben auch nicht für ihre Kinder sorgen können. Ja. Der Neubau kostete 7,2 Millionen Euro. Er wurde unter anderem auch von vielen Spenderinnen und Spendern finanziert. Er war nötig, weil die Gebäude natürlich schon in die Jahre gekommen waren. Das heißt, da sind energetische Veränderungen wären notwendig gewesen. Da hätte man so viel investieren müssen, dass es besser sowieso war, dass man es abreißt. Und dann kamen natürlich noch die baulichen Dinge dazu. Ja. Die alten Gebäude waren eher so in der Länge gebaut, also so lange Gänge. Und wir wollten natürlich schon auch für die Zukunft, so wie wir es jetzt haben, eher das ein bisschen so zentral, die Küche und Esszimmer, ja, und von da ausgehend die anderen Zimmer, dass man mehr miteinander zu tun hat und nicht so ein langer Gang, der vielleicht auch ein bisschen dunkel ist. Also Licht spielt auch eine Rolle. Die Kinder- und Jugendhilfe in Neuhausen auf den Fildern ist für die Zukunft aufgestellt.